Tschüss. Zum Glück ist diese Waffe nicht allzu laut. Deswegen kann man die schön mit Bedacht verwenden. Okay, Anlage deaktivieren. Ich nehme jetzt von dem da auch mal die Kleidung. Stylisch, wir ziehen uns dauernd um. Soweit wir das von hier beurteilen können, werfen Sie einen Blick auf die Karte, bevor Sie weitergehen. Oh, die geht nicht. Will ich diese Waffe nehmen? Nein, ich will die Armbrust wieder haben. Stylischer. So was Nostalgisches. Retro-Feeling FTW. Okay, wo ist hier einer? Hier ist keiner. Wo ist der auf dem Weg langläuft? Ist der der erste? Oh, ist der so weit da runter gerade? Dann gehen wir doch. Achtung, da drüben sind noch welche an der Schneeböe. Ah, die bemerken mich nicht. Talala. Okay, dann kann ich jetzt aber mal abspeichern. Wenn ich es jetzt schon mal hierhin geschafft habe, dann will ich froh sein, dass es soweit ist. Ich speichere hier, falls ich einen Mist gebaut habe, will ich mir nicht den ersten sicheren Safe verhunzen. Diese verfluchten Japaner, die sie mich fertig machen. Ich kämpfe jetzt schon seit was weiß ich wie vielen Folgen hier ran, ey. Mal gucken. Da kommt ein. Okay, der ging einmal so rundherum. Ich wag's jetzt nochmal hier hoch zu gehen. Wieso? Wieso? Lasst mich in Ruhe! Wieso schießt ihr? Ich hasse euch. Okay, diesen Safe wollte ich nehmen. Wir versuchen das mal anders. Ich komme da rein. Frage ist nur wie. Hä? Wieso hat er das jetzt geladen? Was soll denn das? Meine Güte, ey. Lade schneller. Ah gut, das war der Safe, den ich wollte. So, Achtung, da kommt jetzt einer raus. Das habe ich auch schon kapiert. Ich will mal was gucken, wenn ich mir die Festungskarte so anschaue. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich hier reingehe. Wir riskieren das mal. Ah, das ist ein Ninja. Aber die greifen mich nicht an, das ist gut. Wieso greift ihr mich an? Du wolltest nur meine Identität überprüfen, bist gar nicht mal rangekommen, du Penner. Verflucht. Okay, wir rennen, wir rennen, wir rennen. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich muss es so schaffen. Na, ich weiß nicht, wie diese Mission geht. Lass mich in Ruhe. Ich hasse die Japaner-Mission. Anlage deaktivieren. So, ist noch eine Anlage da. Ich bin noch unterwegs. Ich kann noch laufen. Penner. Penner! Ah, ja, von wegen, passen Sie auf sich auf. Der tötet mich doch einfach so. Dieser Geier, ey.
Jetzt will ich was nochmal überprüfen. Auf der Karte. Und zwar. Der schaut ja da raus, ne? Gut. Wir versuchen das nochmal. War der jetzt hier durchgegangen schon oder nicht? So, wenn ich zu der Tür da rausgehe, müsste es doch irgendwie gehen, oder? Ich darf aber nicht rennen, weil der Ninja guckt mich an. Oh! Wieso verfolgt der Geier mich denn? Lass mich doch einfach in Ruhe. Okay, trotzdem habe ich die Anlage noch gekriegt. Wir probieren jetzt was. Wenn ich da oben reingehe, ob ich die dann finde, die Anlage. Ich weiß, dass die nächste Mission hier danach im Inneren spielt. Und die war trotzdem leichter irgendwie. Da ist das Exit. Vielleicht finde ich sie ja da. Ah, da ist ein Ninja. Da oben. Hier sind mehrere Ninjas. Greifen ja nur an, wenn ich aggressiv. Ah, da ist die Anlage. Boah, bin ich gut. Ich hab sie noch gefunden. So, dann deaktivieren wir sie mal. Muss ich nur noch ins Exit kommen? Das ist da draußen. Vielleicht komme ich da auch irgendwie hin, wenn ich hier zur Tür rausgehe. Das ist eine Wache, das ist eine feindliche Wache. Dann losrennen. Und hoffen, dass wir es irgendwie schaffen. Yes! Das sieht gut aus. Haha! Außer diesen kleinen Alarmsachen da. Hey, ich bin immerhin noch ein Profi. Hey, da kann man sich ja nicht beschweren auf Experte, ne? Dann speichern wir unseren Fortschritt natürlich. Und lassen diese Mission erstmal passé. Bis wir zurückkommen für einen Silent Assassin Rang. I hate it. Da lasse ich mir aber extra Zeit für. Ich das mache. 47, hier ist Diana. Wie ich sehe, sind Sie im Schloss. Gute Arbeit. Dieses Schloss, Katsuyama Jome, ist Hayamotos Hauptquartier. Finden Sie Hayamoto und eliminieren Sie ihn. Schnappen Sie sich dann sein Raketenleitsystem und bringen Sie sich in Sicherheit. Lassen Sie sich vom äußeren Eindruck dieser alten Festung nicht täuschen. Sie ist mit modernsten Sicherheitssystemen ausgestattet. Außerdem wimmelt es in den unteren Etagen von Wachposten. Hayamoto selbst wird von handverlesenen Yojimbos bewacht. Gehen Sie mit größter Vorsicht vor, 47. Diese Leute sind skrupellos, fanatisch und hochintelligent. Noch einmal, 47. Weichen Sie den Wachen aus und achten Sie auf die Alarmanlagen. Eliminieren Sie Hayamoto und fliehen Sie mit dem Raketenleitsystem. Okay, damit geht's an diese Mission. Wir sind jetzt im Inneren dieses Schloss, wo wir versucht haben reinzukommen. Ich erinnere mich dunkel, dass es bei dieser Mission viele Laserpoints-Sachen und Wachen gab. Und man muss halt relativ leise vorangehen. Denn, genau, hier ist auf jeden Fall einmal Hayamoto Senior, den wir ausschalten sollen. Und wir müssen halt immer an diesen Scans da vorbei. Es gibt auch Codes dafür, aber wenn wir halt ohne diese Scans zu verwenden da vorbeigehen, dann ja,
suchen uns die Wachen schon. Es ist relativ dunkel. Ich hoffe, das hat man jetzt ein bisschen besser gesehen. Mir ist übrigens aufgefallen, dass Hayamoto fast die gleichen Wappen, beziehungsweise das gleiche... Dicke Mauern und beeindruckende Sicherheitsvorkehrungen. Es gibt immer eine Schwachstelle. Ich muss sie nur finden. Allerdings darf ich mir in diesem alten Gemäuer... Was ich sagen wollte, fast das gleiche Symbol für die Familie hat, das auch die Tokugawas verwendet haben. So. Jetzt habe ich das Problem, ich glaube, im Innenhof laufen auch schon viele Wachen rum. Ich muss irgendwie erstmal einen Weg finden, da reinzukommen. Warum hat der übrigens auch seine Tarnung wieder ausgezogen? Das ist doch scheiße. Gehen wir mal hier rein. Ich muss jetzt noch ein paar Mal mit der Karte arbeiten, weil ich es nicht weiß. Echt nicht weiß, boah. Wo ich hier eine Tarnung finden kann. Ich finde es so blöd, dass er die wechselt zwischen diesen Missionen. Schauen wir erstmal durchs Schlüsselloch. Okay. So. Na ne, nicht Einsatzbesprechung, stopp. Nochmal in der Karte gucken. Wenn der hier zur Tür kommt, könnte ich mir sein... Ne, macht er nicht. Okay. Immer das gleich anders. Und? Mist. Die Tür ist wieder zu. Dann warte ich halt. Ich brauche Klamottes. Jetzt hat er sich wieder umgedreht. Scheiße! Der lebt noch! 47, du Bauer, warum kannst du auch nicht richtig schießen? Wir starten die Mission am besten neu. Wird der gescheiter schießen und zielen, dann hätte ich den sofort erlegen können. Dicke Mauern und beeindruckende Sicherheitsvorkehrungen. Es gibt immer eine Schwachstelle. Ich muss ihn nur finden. Allerdings darf ich mir in diesem alten Gemäuer keinen Fehler. Wir machen das auf alte Agent 47 Art und Weise. Mit der SD-Pistole. Der kommt gerade zu mir, naja. Warten wir noch einen Moment. Ich glaube, man kann auch da entlang laufen. Und dann einfach so erdrosseln, aber ich bin zu unfähig dafür. Deswegen nehme ich mir jetzt eine Klamotte. Bleib hier ruhig liegen. Oh shit, warum sind hier Wachen drin? Na gut, dann müssen wir doch nochmal von vorne starten. Oh, ich kann diese Mission alle nicht hier mit den Japanern. Ich bin zu unfähig. Ah. Wir versuchen das mal ganz anders. Es gibt immer eine Schwachstelle. Ich muss sie nur finden. Allerdings darf ich mir in diesem alten Gemäuer keinen Fehler leisten. So, schau mal das Schlüsselloch. Der kommt gerade auf mich durch, naja. Okay, jetzt dreht er um.